Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 20. Folge von Didi. In der Lieblingszeit. Zweiter Versuch, mal gucken, ob es mal klappt. Gleich 10 Legendary-Kristalle. Fängt gut an. Das macht das Spiel ja gleich wieder viel besser. Wir sind trotzdem noch alleine, leider. Vielleicht stoßt der dritte Spieler später zu, wer weiß. Eine Mission zu schaffen, ohne zu sterben, fast läuft halb tot rum. Ja. Alter, ich krieg gerade so viele legendäre Kristalle, wir werden sowas von drauf gehen. Das sieht schon so aus, als wenn ich den nie im Leben mit nach Hause nehmen würde. Ja, dann spielen wir mal ein bisschen leiser machen, das ist dann laut. Siehst du? Ich bin am Ausweichen, ich weich besser von einem einfach in die Nächte aus. So, Huni, mach mal deinen Job. Wenn wir jetzt den Hund aktiviert, brauche ich ja meine nicht aktivieren. Die letzte Mission ist ja auch wieder eine 1 Uhr Mission, deswegen sollte es ja eigentlich schnell sein. Wahrscheinlich so wieder so 15 Minuten vielleicht. Oh, hier sind wir jetzt diese komischen Steine zum Aufmachen. Wir müssen 5 Drucker-Vorräte zerstören, also wieder, aua, also diese Wagen. Von hier unten kamen wir, oder? Nee, kamen wir nicht. Weiß ich nicht. Doch, von da kamen wir. Oder? Nee, hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Wir kamen von hier unten, wir haben eine Kiste übernommen. Ich hab wieder ein geiles Geschichtsbuch gefunden. Oh, endlich. Vielleicht Tränke. Ich dachte, Baby, am Ende, weißt du, denk immer so, warum bekommen wir den scheiß Erfolg nicht? Und dann schauen wir online nach Komplettlösung und dann haben wir irgendwo einem Level ein einziges Buch bestimmt vergessen. Vor allem, das wissen wir ja nicht, weil die Bücher wieder respawnen werden, nicht so neu starten. Oh ja. Das wäre so ein großer. Das ist ein das ist Geld. Meine Fresse, Alter. Diese scheiß Fallen in diesem Game. Die kotzen an. Alter, ich bin... tot. Unsichtbar, weißt du? Ich lieg direkt am Boden, obwohl ich ausweichen drücke, ich komme nicht hoch und sterb sofort. Ich muss schon. Das Spiel ist einfach so anfällig. In einem Jahr, weißt du, in einem Jahr wird es bestimmt richtig gut. Weil, wenn man bedenkt, wie langsam Cyberpunk gerade dran ist. Dafür, wie groß das Entwicklerstudio ist. Ich glaube, jetzt kannst du mich aufheben. Okay, den Selbstmörder. So angetendet kommt, wenn ich dich wiederbeleben möchte. Ich weiß gar nicht, warum man sich unsichtbar machen kann, weißt du, wenn es eh nichts bringt. Ja, den Schmerz spürt er ja trotzdem, wenn du auf ihn eintrittst, den Jünger irgendwann. Ja, aber er weiß nicht, wo er kommt. Ja, wenn er vielleicht die ganze Zeit Stich abbekommt, dann würde ich schon immer müssen. Immer wenn er so einen Tritt in der Eier bekommt. Ja, ist der erste Vorzug. Ich denke, dass der muss vor mir stehen. Besiege die Vernarbten. Du, man wetten, dass der Vernarbte ein großer Goblin ist. Troll, Orga. Bitte nicht. Oder? Bitte nicht. Oh, hier ist ein Weg. Ja, sieht man ja Gott sei Dank sofort in den roten Tüchern. Boah, also ich muss sagen, diese Empfindlichkeit vom Zielen, ne? Schau das mal an, wie schnell ich mich drehe, wenn ich ziele. Hier, warte. Hier. Du bewegst dich ja gar nicht. Das ist wie so ein Jagdpanzer, ey. Ich habe die Empfindlichkeit schon höher gestellt. Ja.
jetzt mal, oder? Zwerg. Die typische unsichtbare Ecke, an der man hängen bleibt. Tafeln. Tafelschokolade. Ein bisschen Tafelspitz. Weißt du, zuerst klettern wir in der ersten Folge die ganze Zeit hoch, jetzt klettern wir die ganze Zeit runter. Ja, nur um am Ende wieder hochzuklettern. Wahrscheinlich. Vor allem, woher wissen wir eigentlich immer, wo der Boss ist? So, kann ja sein, dass wir jetzt irgendwie in komplett falsche Richtung latschen. Aber es ist ja wahrscheinlich so wie in so einem anderen Film, so alle Wege für nach oben oder so. Nö, ich geh den anderen Weg. Nö, da ne? Zeigt das Ziel hin. Er zeigt das Ziel dahin nach heute. Boah. Dass er voll ins Mikrofon genießt. Lecker. Mit dem Mikrofon Corona. Deftig, schmächtig. Verstehe jetzt aber nicht, du stehst bei mir jedes Mal noch in der Explosion drin und trotzdem kriegst du den nicht ab. Und ich stehe bei mir draußen und krieg sie ab. Och nö, da ist wieder so ein Fetti. Das beleidigst du mich einfach. Einfach schon eine halbe Stunde ausweichen, bevor er irgendwas macht. Sicher, sicher. Ich glaube, eine der Hauptfunktionen von den Gegnern sind Emotes zu nutzen. Immer weg. Ach, es ist immer wieder schön, da zu liegen. Bitte bleiben Sie weg. Ich will ihn wiederbeleben. Komm, sag zurückgehen. Abstand halten. Ohne Abstand. Da kannst du stehen bleiben. Na, halt mehr Abstand, ne? Nein! So, jetzt übergibt er sich. Ach, Gott sei Dank, vorher hat das gemacht. Ich wollte irgendwie nicht, dass er mir volle Fresse ins Gesicht kotzt. Hinten ist eine Kiste. Hast du dir eigentlich heute schon das neue Grounded-Update runtergeladen? Kommt das nicht erst am 30. Ja, das wird trotzdem ein neues Update. Ja, weiß ich nicht. Manchmal macht es meine Konsole selber, manchmal nicht. Guck mal, man unten gerade Rohstoff. Nee, ich habe das ausgeschaltet. Ich will immer wissen, was geupdatet wird, sonst steige ich hier nicht mehr durch. Unter uns ist eine Plattform, auf der man auch gehen kann. Habe ich auch gesehen. Oh, hier. Double Jump auf dich verwendet. Bin mir voll nicht sicher, wo lang. Du. Das soll ich einfach das Geld hier liegen lassen. Mein Gott, wäre jetzt noch nicht die ganze Plattform hier oben mit Fallen zugeklastert, wäre auch noch angenehmer. Nein, geh weg, geh weg. Oh. Ah, ein Auge juckt. Okay, gut. Dann gab es einfach zwei Wege hierher. Jedenfalls sehr stabil aus.
Sieht aus, als wenn man hier ohne Probleme rüberlaufen kann. Guck mal hier. Ja. So, man kriegt ja jemand runter. Erinnert mich ein bisschen an die Gegend von, war das Dark Souls 2 oder so? Da gab es ja auch dieses Komplex, weißt du? Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Doch, das war Dark Souls 2. Das weiß ich nicht, da bist du ja gleich diesen Brunnen runtergesprungen, dann kamst du ja, glaube ich, hierher. Ich habe den Vernarbten gefunden. Ich komme da nicht hoch. Der springt da nicht ran. Jetzt ist fest. Ja, jetzt. Schön, dass wir uns auch darum kümmern könnten. Ich kann mich noch daran erinnern, weil hier hast du dann, also nicht hier, sondern in Dark Souls hast du dann hier die diese Zwiebelrüstung gefunden. Ne, das war durch die Steinrüstung. Die Steinrüstung ja, hast du dann gefunden. Ja, aber ich musste gerade auch bei den toten Typen da liegen sahen, den Zwiebelritter denken. Voll muss ich das auch denken, als wir bei dem einen Buch, wo es da lag. Wie konnte er in die Wand gerauscht? Ist noch ein Buch in der Ecke. Also eins muss man ja mal sagen, die letzten Level hier, also was tiefe Absteigung und verwirrende Wege haben. Ja. Waren wir hier von oben von da schon? Kamen wir, ja. Hüp, hüp, hüp. Aber optisch ist es halt wieder echt geil gemacht, das Level. Ich fand aber den anderen Level irgendwie geil, muss ich sagen, den vorigen. Ja, der war. Aber guck dir mal die riesen Zwergenstatue da an und sowas. Da habe ich schon ein paar gesehen mittlerweile. In fünf anderen Zwergen-Level. Du machst das schon, ne? Ja, ja. Tränkchen reingezwitschert. Oh ja. Ich habe einen Leggy Köcher gefunden. Ich habe gerade Leggy Schuhe gefunden. Okay. Einmal runter. Komm her, Hündchen. Na, ich bin verstummt. Gut durch, muss ich sagen. Ja, doch. Du bist einfach on fire. Ich spiele nicht auf 2.8, ne? Ne, ich spiele immer noch auf 2.3, obwohl wir 2.8 sind mittlerweile. Ja, aber ganz ehrlich, also, da spielst du bitter tot. Ich könnte ja dann gerne, wie gesagt, im letzten Kapitel mal auf 2.8 schalten dann, aber das Kapitel würde ich erstmal so lassen, wie es ist. Damit wir schneller durchkommen. Ja. Muss ich noch mal was machen, habe ich was nicht kapiert oder so? Nö, einfach nur weiterlaufen. Kion war halt sowieso direkt darauf gerichtet. Kann man eigentlich schon erkennen, wo wir hin müssen? Meistens sieht man immer das Ziel schon. Sieht aus, als müssen wir da irgendwo hinten hin. Zu dieser Festung. War das im Riesenkristall, meinst du? War das Monster nicht in der Sequenz bei dem Riesenkristall? Ja.
Der Verschlinger. Is it loyalty or is your mind truly that dense? Gibt's hier was, warum da liegt Gold? Dann glaubt ihr mal nicht. Ich sammle so lange die Tafel ein. Ach nö. Machen wir mal raus, ne? Keine Heiltank mehr. Ja. Kannst du heilen? Ja, versuche ich gerade, wenn ich jetzt nicht am Boden liegen würde. Hier. Hier, danke. Aber weich doch aus, anstatt weiter zu schlagen. Jetzt bin ich tot. Oder? Sehr dank. Sind das die Großen, oder würde ich mich sagen, die Kleinen kümmern? Na, eine Ausführung wird jetzt gemacht. Also ganz ehrlich, das war das Spiel wirklich ganz ehrlich am dringendsten drauf, das Animation Canceling. Wenn sie das nicht einführen, dann wird das nicht was. So mein großer Abstand halt, ne? Kennst du ja. Der einfach sich strikt dagegen hält. Und will ich immer ganz kurz, okay? Ja, voll unter den Griff. Achtung, ihr Kotz. Also, was heilen. Oh. Kommt eigentlich, dass du mehr aushältst als ich? Ich verstehe das nicht. Ich habe mehr Rüstung, das habe ich in den Werten gesehen. Mehr Rüstung, mehr Assistenzen. Rough Retention. Ich bin der Host, du kennst es doch. Mehr Vorteile. Oh, zwei Heldenbetränke, nicht schlecht. Beide streiten uns in das Ding. Bin mir nicht ganz sicher, aber da das hier nimmt, würde ich doch nochmal gerne hingucken, was da. Die Katapulte, die habe ich schon fertig. Von der Aufgabe, dass ich die Katapulte ausmachen muss. Verstöre Vorräte haben wir noch irgendwie. Ja, da ist noch eins. Ah, okay. Die. Ist ja noch so eine Kiste bei mir. Kiste. Oh ja, mit einem tollen, blauen, seltenen Ring. Höre ich da etwa Schlechtredung, hä? Ketzerei? Oh, die hätten mal einen Ding reinbringen müssen. Ein Hexenjäger auf Feder Warhammer. Cool Geist und Looking Explosions. Deswegen, aber, also das Spiel erinnert mich echt an sich extrem an Warhammer Vermintide. Das ist Warhammer Vermintide irgendwie. War das nicht mehr so Left 4 Dead? Ja, mäßig. Ist es schon mehr. Ich habe nur den ersten Teil mal angespielt. Habe ich mit dem Magier gespielt, der sich selbst nicht tut. War schon geil, muss man sagen. Das war ja nur mit Ratten, wenn ich mich hier nachher. Ja, vor allen Dingen. Skarfen halt. Bist du fast wieder reingerollt, ne?
Wow. Wow. Er ist die ganze Zeit auf dem Boden rumgerutscht zum Ausweichen und hat sich wegbewegt, weil er im Berg da stand. Und die mit den Handschuhen, die sind irgendwie echt extrem widerlich. Einfach nur der andere Weg in die Höhle. Ach, allgemein ist die Möglichkeit richtig niedrig in dem Spiel. Ich muss dann mal nach der Aufnahme mal gucken, ob ich sie vielleicht noch etwas höher stellen kann irgendwie. Aber ich drehe mich halt auch arschlangsam. Schon wieder sehr verwirrend. Ja. Jetzt haben wir noch einmal so ein Grünzeug. Ja, ich würde das Sprint aufheben. Na, hier ist bei mir ein Fähigkeitsding wieder. Haben wir es gefunden? Endlich? Ich weiß nicht, ob es das Fähigkeitsding ist. Okay. Hier ist eine Tafel. Okay, sind sie wahrscheinlich wäre versteckt. Ja auch so einfach gewesen. Okay, gut, wir wissen, es ist der Kreis. Der Kreis muss anbleiben. Ein Dreieck ist es auch. Kreis und Dreieck. Okay. Hast du denn das Dreieck gesehen? In dem Ding drinne. Oben. Wie fies. Wo hast du das Kreis gesehen, oder? Produzierst du es jetzt aber auf den seinen Dingern? Hier unten. Hier. Achso, das wäre auch so ein Ding, so ein Drauftreten. Ist noch welches hinter uns hier gewesen? Wer weiß. Grünes Zeug. Hab ich jedenfalls Gold. Sei du mal ein Gedanke. Ah, von hier aus sieht man auch das Dreieck. Oh, ich will auch heilen. Wer sonst? Warte mal, Try and Error. Vielleicht sind es ja nur drei. Aber irgendwo. Vielleicht müssen bei ist noch irgendwo ein zweites Dreieck? Nee, ne? Was ist es denn? Das ist aber ein Kreis mit mehreren Dreiecken drin, ne? Also wäre es das hier nicht. Irgendwo ist hier noch irgendwas versteckt. So, meistens sind wir hier irgendwie so in unmittelbarer Umgebung. Eigentlich schon, eigentlich. Warte mal. Hier. Okay. Der Dingsstern, der hier, ne? Weil guck mal, da durch das Loch, dann siehst du den. Richtig widerlich. Ah. Nee, das ist der falsche. Ja, da muss an. Oder? Nee, auch der falsche. Der da? Hey. Ach, ist offen. Okay, Gott. Das ist ein Attribut. Nee, Attributspunkt. Kein Fähigkeitspunkt. Nehme ich auch. Ja. Man will sich ja nicht beschweren, ne? Aber wir brauchen irgendwoher noch die zwei Fähigkeitspunkte, beziehungsweise den einen. Na, einen brauchen wir noch. Der kommt bestimmt im allerletzten Level, ich sag's dir. Als Belohnung. Hier ist noch eine Leiter nach unten, mit einer Kiste. Geiles Gestöhne mit dir. Hey, dein Charakter stimmt genauso. Ja, ich find's geil. Oh. Nein, nein, nein.
weg. Ich nehme mal an, das ist das letzte Rastfeuer jetzt. Könnte sein. Im Durchschnitt brauchen wir für 3 Uhr Missionen immer so 25 Minuten. Wir sind jetzt bei 25 Minuten. Jetzt muss das Rätsel noch weg, Digga, was wir jetzt gemacht haben. Ja, könnte sein. Dann sollten wir hoffentlich der Bombach sein. Zerstöre einen Vorratswagen, soll es noch geben. Nein, man hängt fest und ja, ich bin tot. Darauf hast du nur gewartet, ne? Ey, doch ehrlich, du hast nur darauf gewartet, dass ich dadurch draufgehe. Sei froh, dass ich da bin, sonst hätte ich niemanden, der dich wiederbeleben würde. Nur deshalb nehme ich dich überhaupt mit. Ich will behaupten, dass Taten das Tor das letzte ist, oder? Wie gesagt, der Vorratswagen. Ja, dann ist es aber schön, wir haben alle Nebenmissionen geschafft. Wir haben ein geschultes Auge mittlerweile dafür. Ja, langsam Zeit, wir jetzt, wo wir fast mit dem Spiel durch sind. Na, da sollten wir ja langsam wissen, wonach wir ausschalten müssen. Ja, voll erstmal reingeportet zum Boss. Sag, was ich mal sag, ne? Das ist ein Elfer. Weil ich liebe, du willst den Boss angreifen, aber dein Charakter ist kein Bock. Der möchte sonst wohin. War ja klar, dass ich diese explodierende Flieger wieder bekomme. So, aber nochmal Ulti rein. Ne, meine ich nicht mehr fertig. Nein, weg, weg, weg. Easy. Easy peasy, ne? First try. Speedrun. Dark Alliance Speedrun. Aber sowas von. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn eigentlich noch bis. Wie lange brauchen wir denn eigentlich noch bis Level Ups? Weiß ich gar nicht. Ich glaube. Nicht so viel noch irgendwie. Besiegte Monster. Hä? 302 besiegte Monster waren noch gar nicht da. Es gibt einen Erfolg, wenn du 75 Monster tötest. Ich bin jetzt bei 200. Aber 272 Monster waren doch gar nicht vorhanden. Vielleicht ist es dir gar nicht aufgefallen, weil ich die alle getötet habe. Hey, ich bin Level 20. Echt? Ja. Okay, bei mir wurde eben angezeigt, dass du nicht aufgeschrieben wirst. Ich schon. Und für Level 20 bekommst du 2 Punkte. 2 Fähigkeitspunkte. Ah, okay. Ja. Oh, gut, die Bilanz zeigt wieder nicht, was man so bekommen hat. Fand ich toll, muss ich sagen. Gerecht. 262 Gegner. Ja, sehr ganz ehrlich, da stimmt doch irgendwas mit dem Zähler nicht. Findest du? Ich habe mich die letzten Male gewundert, warum du so unendlich viele Gegner getötet hast. Hey, was soll das heißen? Der nimmt einfach jeden Gegner, den du anschießt, jetzt als getötet, oder was? Vielleicht mache ich auch so viel Schaden. Oh,
Boah, 3 Fähigkeitspunkte, ey. Meine Legit-Kocher, Köcher, wie auch immer. Ne, der gefällt mir nicht. Ich zieh halt nur Scheiße, was alles Scheiße ist. Aber meine letzten 2 Fähigkeiten. Ich hab 3 Legends, weißt du, und nur Dreck. So, jetzt habe ich plus mehr zusätzliche Resistenzen. Meisterbogenschützen. Da wird aber alle Talente von Caddy Pree. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.